So, wo haben wir stehen geblieben? 5, 7, 8, 9. Da bauen wir jetzt erstmal, dass wir 10 Stück haben. Denn mit einer 10er Flotte fühle ich mich schon wesentlich wohler als mit einer 4er oder 5er Flotte. Construction complete. Unser Gouverneur hat eine neue Stufe erreicht. Sehr cool. Construction complete. Tile Blocker cleared. Tile Blocker cleared. Das ist Sozialforschung. Asperti, das sind wieder die beiden Unterstützer. Stufe 4 schon mal, sehr gut. Sergio Ramirez hat die nächste Stufe erreicht. Wup. Wup, wup. Ja, immer mal wieder auf die Oberfläche, weil das vergesse ich echt unheimlich gerne. Da auf alles zu achten. Da sehen wir nämlich, dass wir hier was bauen können. Und zwar eine Hydrokulturfarm. Und Rest dauert noch. System Survey complete. Okay, warte mal. So, das müssen wir jetzt eben angucken. ISS Abita kann jetzt Forschungsgeschwindigkeit nochmal erhöhen um 10%. Das ist nice. Geil. Sehr cool. So, und du bitte dieses System erkunden. Dann endlich mal dieses System erkunden. Und dann, wie gehabt, hier lang. Aber wir machen jetzt noch nicht so einen ganz großen Bogen. Hä? Falscher Knopf, scheiße. System erkunden, 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 erkunden. Und dann gehen wir schon hier hin. So, da sind böse Sachen. Ja, das gefällt mir besser. Okay. Nein! Alter! Da bitte erkunden, dann hier erkunden, meine Fresse! What the fuck? Construction complete. So. Jetzt aber. So, wie sieht's jetzt aus hier? 10 Monate noch. Den Erlass schon mal raus. Research complete. Mm-hmm.
So, den monatlichen Einfluss würde ich jetzt gerne hochpolen. Machen wir so. Dann haben wir hier nämlich schon plus 3, obwohl wir schon einen Außenposten haben. Construction complete. Anomaly found. Erforschen bitte. Jawohl, fertig. So, damit haben wir jetzt nochmal 2 Kernsektorsysteme dazu. Das heißt, wir sind jetzt hier schon bei 9. Und 9 ist auch vollkommen ausreichend, weil ja, auf dieser Größe der Map, ja, mal schauen. Weil bis ich die 9 alle komplett ausgebaut habe, also hier so oberflächentechnisch, ne, da bin ich hier schon mit 1000 Fraktionen im Krieg geraten. Pass mal auf, ihr werdet das sehen. So, jetzt wollen wir erstmal hier mit unserer neuen Flotte, wollen wir eben hier gucken, was hier so los ist. Wer pimmelt da rum? Vorher gibt's aber mal einen Patrioten hier, ein Admiral. Kampfgeschwindigkeit plus 20%, Not-UL-Schaden. Minus 50, was haben wir hier? Erfahrungszuwachs, meh. Waffenreichweite, die nehmen wir. Klack. Okay, hier kriege ich noch auf die Fresse. Alter, seid ihr weg? Raus! Da brauchen wir noch eine größere Flotte für. Jetzt haben wir den Zerstörer. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, das setzen wir auch gleich in die Tat um hier. Einmal du, einmal du. Unser Konstruktionsgedönsapparat hat nichts mehr zu tun. Das müssen wir ändern. System Survey complete. Ja, und dann bauen wir bitte als nächstes hier direkt ein Kolonieschiff. Kolonieschiff die zweite. Construction complete. Nervt ein bisschen. So, gut, wir haben Deflektoren, dann gehen wir jetzt mal an die Waffen. Dass wir mal den Schiffsdesigner jetzt ein bisschen aus erkundschaften können. Construction complete. System Survey complete. Construction complete.
Das ist ja wohl eine mega geile Position gerade gewesen. Also Drossel, das wird der übelste Mineralienproduktionsplanet. Der wird uns reich machen. Reich! Habt ihr mich gehört? Wir werden reich. Was ist denn hier jetzt? Abgeschleppter Asteroid? Ja, macht man natürlich auch so, ne? Ja, toll. Toll. Colonization in progress. Na, siehste. Research complete. Research complete. Oh, unbedingt das Mineraliensilo, Alter, für unseren neuen epischen Planeten, ey. Drossel Prime. Drossel, hörst du mich? Druste, hörst du mich? Heute Nacht komme ich über dich, egal was es kostet. Das war noch Musik, ey. So, baue bitte hier alles. Das und das. Stopp. Bau erstmal hier zu Ende. Und dann bau bitte hier und hier. So, jetzt. System Survey complete. So, und dann legen wir uns doch schon mal ein, zwei Zerstörerchen zu. Boah, nee, wir bauen erstmal aus hier. Forschungslabor. Und dann ist hier alles schon wieder okay. Weiter geht's. Ach, kein Geld mehr. Ah, nee, planetare Außenposten erstmal. Gut, dann gehen wir das als nächstes an. Ach nee. Ich muss erstmal hier die Leute nicht mehr arbeitslos machen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Da, da, da. Die Knochen sind 3-4 Milliarden Jahre und so weiter und so fort. Es gibt ein Spezialprojekt, gigantische Skelettuntersuchungen. Machen wir. Wissenschaftler hat Fähigkeit 3 oder höher. Ja, das haben wir aber. Das haben wir aber am Start, ey. Spezialprojekt. Dann das System weiter erkunden, dann dieses System erkunden und dieses System erkunden. Und ich gebe dir jetzt nicht noch mehr Aufträge, weil ich ständig wieder neue Aufträge geben muss. Das nervt ein bisschen. Konstruktionsschiff. Hat noch genug zu tun. Reicht erstmal. Construction complete.
Special project complete. Sehr gut. Flottenkapazität wäre jetzt eigentlich nicht schlecht so. Ja, machen wir erstmal. Gut. So, und dann wollten wir jetzt mal so langsam den ausbauen. Ja, ich weiß. Wir haben ein Minus. Research complete. Wieso habe ich zweimal Nachbrenner hier drin? Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, das sind ja tolle Forschungsalternativen, ey. Wieso machst du nicht alles als Nachbrenner? Wir machen jetzt mal hier. Unsere Schiff ist Dronker. So. Eine neue Tradition. Jetzt ist die Frage. Ich denke mal, aufgrund unserer... aufgrund unserer Fraktionen, weil hier schon 12 Member sind, gehen wir jetzt mal auf traditionellen Wohlstand. Dann haben wir hier wenigstens schon mal 55% Zufriedenheit. Gewaltlosigkeit passt auch. Strategische Ressourcen sorgen für Zustimmung. Ja. Mindestens 3000 auf Vorrat kriegen wir auch ruckzuck hin. Okay, gut. Machen wir. Dann gehen wir jetzt auf Wohlstand. Standwohl. Oder? Forschungskosten reduzieren. Forschungsgeschwindigkeit erhöhen. Bergbaustation Baukosten reduziert. Das hört sich doch gar nicht schlecht an. Wir nehmen doch das. So, und dann hier Konstruktionsschiff. Hat noch zu tun. ISS Creator. Titanisches Leben. Die Größe der einheimischen Lebensform auf Drossel Prime hat schier epische Ausmaße. Wir hätten nicht gedacht, dass biologisches Leben in dieser Größe möglich ist. Unsere Forscher stellen sich nun folgende Fragen. Was ist ihr Geheimnis und wie können wir davon profitieren? Natürlich. Profit. Wir werden förmlich mit Anträgen zum genauen Studium der einheimischen Lebensform überflutet. Situation Log updated. Ja, dann schauen wir doch mal hin. Oha. 56 Monate. Gut, machen wir. Aber dann machen wir auch mal eben hier Physik, Sozialforschungs, Pullen, Dingsbums da. Sozialforschungsboost, wollte ich sagen. System Survey complete.
Anomaly found. Construction complete. Construction complete. Situation log updated. Das werden wir uns dann doch gleich mal unter den Nagel reißen hier. Special project complete. Der Bunker ist ein Grab für hoffnungsvolle Unsterbliche. Wisst ihr, das ist ja Sergio Ramirez. Hat herausgefunden, dass die riesigen Ternär-Code-Bereiche in den Datenbanken Neuralaufnahmen sind, digitalisierte Gehirnscans. Die Aliens von Ovetellus 3A sahen diese Methode als ihre einzige Chance, das Unheil, das ihrem Planeten befallen hatte, irgendwie zu überleben. Ihnen fehlte die Möglichkeit, sich selbst wieder zu beleben, aber sie bauten auf die unmöglich kleine Hoffnung, dass irgendjemand eines Tages die Mittel dazu haben würde. Tote Alien sollte man in Ruhe lassen. Ingenieursforschung erlangt. Auch Ingenieurs. Aber da gibt's mehr. Dann lassen wir die toten Aliens mal in Ruhe. Ja, so langsam wächst unser kleines, bescheidenes Reichtum. So, und jetzt hauen wir mal eben hier endlich... Physiklabor? Läuft? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Danach direkt hier. Jo. Hier haben wir noch nicht geschaut. Da geht's jetzt auch los. Bergbau und Netzwerk. Das dauert noch. Was wollte ich sagen? Genau, wir bauen uns jetzt endlich mal 3 Zerstörer. Wenigstens 3 Zerstörer. System Survey complete. Construction complete. Construction complete. System survey complete. Construction complete. Research complete. So, blauer Laser haben wir. Das macht jetzt echt Sinn, weil irgendwie ich hier negative Zahlen habe. Negative Zahlen sind nicht gut.
3 Zerstörer und 10 Korvetten. Das hört sich doch schon mal nach ein bisschen Verteidigung oder Angriff an. Seid ihr Space Walls? Ja, seid ihr. Research complete. Das ist tausendmal Nachbrenner. Ja, komm. Ist er nicht verkehrt. Diese leistungsstarken Schubtriebwerke beschleunigen die Gefechtsgeschwindigkeit von Schiffen. Haben aber einen hohen Energieverbrauch. Schlecht ist es nicht. Wir nehmen es jetzt, komm. Egal. Rixim! Ja, dann erforscht sie doch. Nein! Eben nicht. Abbrechen. Ja. Energiehub. Den hätte ich da gerne hingebaut. Ach Mann. Oh, hier, die Titan. Titanisches Leben, Studium, Erfolg. Nach einer. Oh, apropos, bevor ich das wieder vergesse. Aus. Nach einer Phase der Forschung und des Studiums haben die Wissenschaftler auf Drossel Prime einen Durchbruch erzielt und limitierten Kontakt zu einigen der Titanen hergestellt. Die Titanen sind zwar riesig und langsam und die Kommunikation mit ihnen gestaltet sich schwierig, dafür aber sind sie unfassbar zäh und stark. Einige von ihnen haben den Wunsch geäußert, sich unseren Streitkräften anzuschließen. Jawoll! Für die sie zweifelsohne eine unglaubliche Verstärkung darstellen würden. Geil! Titanische Biester können hier nun rekrutiert werden. Alter, wie geil ist das denn, Mann? Also den Planeten wird mir wohl, glaube ich, keiner wegnehmen, Alter. Ey, wie episch ist das denn? Armeen. Titanisches Biest, ich glaub's nicht. Ja, komm, gleich eins, her damit. Ja, nice. Das habe ich noch nie gehabt. Das ist neu für mich. Mega geil, ey. So, jetzt haben wir hier ein titanisches Biest. Alle Schäden, die diese Armee durch eindringende Armeen erleidet, werden aufgrund des Zustands der Planetenbefestigung mit dem Wert von mal 0,02 modifiziert. Titanisches Biest, wie geil, ey. Und das hat gar nicht mal so schlechte Stats. Cool. Das gefällt mir, auf jeden Fall. Construction complete. Ah, jetzt sind wir auch endlich mal wieder im Plus hier. System Survey complete. Sehr gut.
Oh, Leute, ich werde hier mal eben Cut ansetzen. Ich muss mal eben natürliche Bedürfnisse stellen. Also, bis gleich.